Hallo zusammen, mein Name ist Zoe Pastel, ich bin Schauspielerin und Content Creatorin und zeige euch heute, wie ich zu Hause in Zürich lebe. Falls euch ein Piece aus meiner Roomtour gefällt, könnt ihr das ganz einfach nachshoppen im Link in der Beschreibung. Später zeige ich euch noch mein Yogazimmer, aber erstmal ins Wohnzimmer. Ich liebe diesen Raum, da er einfach so hell und peaceful ist, was für mich super wichtig ist in meiner ganzen Wohnung, da ich so viel am Reisen bin und das so mein Rückziehort ist, wenn ich nach Hause komme. Ich habe alles so ziemlich minimalistisch eingerichtet und hier lese ich gerne, ich journale, ich chille hier und ich würde sagen, das ist so der belebteste Raum in der Wohnung. In meiner Wohnung sind für meine Verhältnisse ziemlich wenige Pflanzen. In meiner alten Wohnung hatte ich ungefähr 150, aber ich bin so viel unterwegs, dass ich das nicht mehr halten kann. Und deswegen sieht man hier nur ein paar und dann sieht man überall so kleine Blumen und kleine Sträuche, die ich mit meiner Mutter zusammen im Garten pflücke und ja, I love it. Bei der Einrichtung war mir wichtig, dass ich mich dem Stil von der Wohnung auch anpasse. Ich finde, diese Wohnung braucht gar nicht viel. Ich liebe dieses Kreidenweiß und wollte auch in diesen Farbtönen bleiben, in diesen natürlichen Farbtönen. Und mir ist es auch wichtig, natürliche Materialien zu verwenden, weil dadurch einfach die Wohnung atmet und ich mich dadurch am wohlsten fühle. Und einfach in diesem hellen Farbkonzept bleibe, weil mir das Freude gibt und mir Raum zum Gestalten und Kreieren gibt. Und hier ist mein Esstisch / Arbeitstisch. Ich liebe diesen Tisch, da er so groß ist, viel Fläche hat und so ein wunderschönes helles Holz ist. Ich wollte auch in diesem Eichenholz bleiben, mit meinem Lowboard da hinten. Und hier habe ich Dinnerpartys oder gestalte hier neue Projekte, arbeite hier auch. Hier ist so meine ganze Arbeitswelt. Und dieses Sideboard hier ist das erste Piece, was ich mir je gekauft habe für meine allererste Wohnung, die ich hatte. Und deswegen nehme ich dieses in jede Wohnung mit. Und ich finde es super cute. Hier ist meine kleine Bar. Und ich liebe diese zwei Bilder, die ich habe, dieses hier und das da hinten in weiß. Ich wollte auch in derselben Farbe bleiben. Und die Geschichte dazu ist, dass mir eine Followerin auf Instagram geschrieben hat und mich gefragt hat, ob sie die für mich malen darf. Und ich hatte so Freude, als sie angekommen sind. Ich finde die wunderschön und ich finde die passen perfekt in diese Wohnung. In diesem Raum liebe ich es, Yoga zu machen. Ich mache hier auch Shootings oder Self-Tapes für meine Schauspiel-Castings. Ich mache schon sehr, sehr lange Yoga. Ich habe auch den Yoga-Teacher-Training. Und für mich ist es einfach so mein Must-Have in meinem Alltag. Mein Alltag ist ziemlich stressig. Ich reise sehr viel und das gibt mir so diese Erdung in meinem Alltag, die ich immer wieder brauche. Shavasana ist das allerbeste Gefühl auf der Welt. Für die, die nicht wissen, was es ist, man legt sich hin nach einer Yogastunde für ganz verschieden, meistens so 10 bis 15 Minuten. Und es ist so diese Relaxation Time. Und für die meisten Menschen ist das die allerschwierigste Yoga-Pose, da es einfach darum geht, loszulassen und den Kopf komplett auszuschalten und sich mit der eigenen Seele auch zu verbinden. Und im Yoga geht es allgemein um Anspannung und Entspannung und da die Balance zu finden. Und keine Entspannung fühlt sich so gut an wie nach einer Anspannung. Ich bin mit Social Media aufgewachsen und arbeite mit Instagram, seit ich ungefähr 14 bin. Ich liebe diese kreative Welt, mit kreativen Menschen zusammenzuarbeiten, wie auch heute mit euch. Eigene Productions umzusetzen für Brands, mit Fashion, Lifestyle, Reisen zu arbeiten. Und das Ganze bringt natürlich auch viel Stress mit. Man muss ganz viel vorbereiten, man muss jeden Tag neuen Content liefern. Und dafür liebe ich es, einen Rückzugsort zu haben, wie mein Creative und Zen Place hier und meine kleinen Yoga-Rituals zu machen und wieder zu mir zu finden.
Hier kommen wir in mein kleines, aber feines Schlafzimmer. In diesem Spiegel mache ich meine Daily Instagram Stories für mein Outfit. Ich lerne hier auch so Text für Rollen oder bereite mich vor für Shootings mit Outfits. Und in meinem Schlafzimmer möchte ich eigentlich gar nichts haben, außer ein Bett. Ich liebe es, wenn es ganz minimalistisch eingerichtet ist im Schlafzimmer. Und ich habe eigentlich noch gar kein Bett, sondern erst eine Matratze. Falls ihr also irgendeinen Tipp habt für ein minimalistisches und schönes Holzbett, dann let me know in the comments. Und hier sind wir im Ankleidezimmer. Das Zimmer, was ich wahrscheinlich am meisten nutze und die meiste Zeit verbringe. Und all meine Shootings und Outfits vorbereite. Ich arbeite schon in der Fashionbranche, seit ich ungefähr 16 bin. Es hat mit Modeln angefangen und dann habe ich irgendwann angefangen, eigene Productions zu machen für Brands. Ich liebe es, kreativ zu sein mit Fashion. Für mich ist es wie Schauspielerei, in eine neue Rolle zu schlüpfen. Und daher liebe ich es auch, verschiedene Styles auszuprobieren. Und ich glaube zwar, desto älter ich werde, desto mehr liebe ich diesen Minimalistic-Style, auch bei der Fashion. Ich habe jetzt auch schon ziemlich viel aussortiert. In meiner alten Wohnung hatte ich wahrscheinlich so das Doppelte an Kleidern. Und ich habe das Gefühl, es wird immer weniger. Ich ernähre mich seit 15 Jahren vegan. In der Fashion-Welt ist es ein bisschen schwieriger, komplett vegan zu sein. Ich versuche immer mehr Sustainable Brands zu unterstützen und hoffe auch, dass die ganz großen Brands mitmachen und dass die Zukunft immer, immer mehr sustainable wird und wir irgendwann nur noch Sustainable Clothing tragen können. Und wenn wir schon über Ernährung sprechen, lass uns in die Küche gehen. Hier kommen wir in meine Küche, wo ich einmal mehr koche. Und das hier ist eines meiner Lieblingsstücke. Das habe ich aus einem meiner Lieblings-Vintage-Stores in Zürich. Und der ist so ganz, ganz alt und delicate. Und ich liebe Marmor. Und der ist einfach so romantisch. Und hatte echt Angst, dass ich den in dieser Wohnung nicht verwerten kann. Und irgendwie hat er dann in die Küche gepasst. Wie schon gesagt, bin ich über 15 Jahre vegan. Also ich ernähre mich vegan. Und damals war es ganz schwierig. Es gab kaum ein Kaffee mit Sojamilch oder Hafermilch. Und heutzutage ist es so einfach, auch in fast jedem Land, wo ich arbeite, finde ich vegane Dishes. Und ich liebe es ganz, ganz simpel zu kochen. Ich liebe asiatisch, Summer Rolls oder Curries oder einfach nur Gemüse mit Reis. Und da hinten sieht man auch so einen kleinen Tagine-Topf. Das liebe, liebe, liebe ich. Das habe ich so in Marokko entdeckt und ist auch ganz, ganz einfach zum Kochen und gesund und lecker. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Falls euch ein Piece ganz speziell gefallen hat, könnt ihr die Pieces jetzt nachshoppen. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Ciao!